Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich einen neuen Loading-Screen für euch. Und ja, den möchte ich euch einmal zeigen auf jeden Fall. Link auf jeden Fall findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach herunterladen, entpacken und ja. Dann haben wir diesen Ordner hier. Ihr müsst halt aufpassen, wenn ihr hier das entpackt, dann habt haben wir einmal den Main-Ordner, den müssen wir nicht, sondern in diesem Main-Ordner ist dann noch einmal der richtige Ordner. Gut, wenn wir es gemacht haben, dann kopieren wir uns erstmal hier den Namen raus, gehen dann in die Server-CFG und dort scrollen wir einfach ein bisschen runter und fügen das Ganze hier mit Start oder in Search ein, ja. Einfach mit Start, Leerzeichen und dann den Ordnernamen einfügen. Dann hier noch speichern und dann werden wir das Ganze noch übernehmen. So, genau, jetzt gehen wir noch in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Somit ist das Ganze schon mal gestartet. Wenn wir es jetzt noch bearbeiten wollen, das können wir dann hier machen. Und zwar in der Index-Datei, da gehen wir einfach mal rein. Ja. Und hier können wir das Ganze übersetzen halt, Loading, ne? Und hier können wir noch unseren Servernamen eingeben. Dann willkommen, Roleplay, pipapo, hab Spaß. Und das können wir auch noch hier oben ändern. Ja, alle Schwarze können wir halt ändern. Ja, müsst ihr halt ein bisschen dann umschreiben. Genau. Gut, wenn wir das gemacht haben, dann können wir uns nochmal die Bilder angucken. Die können wir natürlich auch austauschen, so wie den Cursor. So wie das Musiksymbol und so weiter und so fort. So, das könnt ihr halt austauschen. Solltet aber die Größen einbehalten, die wir jetzt hier vorgegeben haben, ja. Ansonsten kann es sein, dass es nicht funktioniert. Genau, jetzt haben wir noch Musik, ja. Wir haben hier quasi eine Playlist drin. Ja, die können wir natürlich auch austauschen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns das gute Stück doch mal an. So, achso, wenn ihr es gemacht habt, dann müsst ihr natürlich den Server neu starten, ne? Ja, so sieht das Ganze aus. Hier oben haben wir den Musikknopf. Da können wir dann jetzt die Musik anmachen. Ja, dann funktioniert das Ganze auch. Hier können wir noch Discord-Verknüpfung. Ja. Dann öffnet sich dann auch gleich hier so ein Fenster mit der Webseite. Die können wir dann natürlich noch verbinden. Genau. Und mehr ist das eigentlich auch nicht. Gut Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao.